Hallo, liebe Panzerfreunde. Dieses Mal sitze ich in einem Panzer. Ja, ich weiß, es ist sehr verwunderlich. Aber egal, es ist der BDR G1B. Und ja, ich habe es abgelesen. Es ist schon ein Heavy der französischen Reihe. Und ja, ich habe da jetzt nicht viel eingemauert, weil ich da ja so durchrushen wollte. Aber ich wollte euch einfach mal einen ja, kleineren Franzosen zeigen, weil die ich jetzt so gefahren bin, sind ja eher ja, größer. Das ist, sind ja 7er, ja, bis jetzt und 8er und so weiter. Und jetzt merke ich gerade, dass es fast eine sehr, sehr schlechte Idee war, auf dem Berg zu fahren, weil das Teil macht ja nicht mal 10 Spitzen. Oh, doch. Ja, die französischen Heavys sind ein bisschen anders. Die haben nicht diese komische Kameraschuss oder ich weiß gar nicht, Batterieschuss Art, sondern sind der Einzelschuss. Auf jeden Fall noch ein Panzer, nachdem wir weiter. Bei dem übernächsten weiß ich es nicht. Ich glaube nämlich, der hat dann schon wieder diese andere Schussweise, aber ich weiß es halt bei dem und dem, bei dem nächsten. Ja, wie man schwer sehen kann, ist man auf Camping Novka und nebenbei, ich hasse diese Map. Und ich finde, also, es ist mir so aufgefallen auf dem normalen Server, ich habe sie fast 40 bis 60% meiner ganzen Spiele fahre ich auf dieser Kack-Map. Ich verstehe nicht warum, aber ich schätze mal, die haben da was eingestellt. Auf jeden Fall kotzt mich das total an. Ich habe nämlich andauernd diese Gefechte auf der Map. Heute fahre ich, glaube ich, auch schon mein fünftes. Und ja, das finde ich jetzt nicht so toll, weil ich die Map halt nicht so mag. Strategisch ist sie mit Medium gut, aber sie ist einfach nur lame. Sie ist langweilig und langweilig. Wenn man fährt immer mit Medium hoch, sieht gut, ob man killen kann. Und dann, ja, stirbt man meistens oder man hat halt Glück, dass nicht so viel hochfährt und man gewinnt und ist glücklich und zufrieden. Nein, also dann wäre war aber knapp. Komm, soll ich mal das Haus wegfetzen? Soll ich mal hier das Haus wegfetzen? War ich lange still, weil ich mich konzentrieren musste und fast vergessen habe, dass ich aufnehme. Sieht gar nicht so schlecht aus. Warte, ich bin mal nett und versucht zu scouten. Naja, man sieht schon, dass die Franzosen einen eigenen Stil hatten. Allein schon die Farbe, weil ich weiß nicht, also ich bild dir deine Meinung. Ich finde die Farbe jetzt nicht so geil, gerade weil die fertigen Tarnnetze von die Verbesserungstarnnetze von Wargaming, die schon drin sind, sehen darauf jetzt nicht wirklich toll aus, weil Rot, es passt nicht zu dieser Farbe, finde ich. Es ist Wüstengelb, das passt auch nicht dazu. Da passt ein Weiß zu. Oder Braun, was ziemlich viel dann von dem eigentlichen, von der eigentlichen Farbe verdeckt. Alter, warum bleibt der jetzt stehen? Der darf nicht stehen bleiben. Stier. Killt der mich auch noch? Naja, nicht zu erwarten. Nicht anders zu erwarten, so.
Das ist auch fail, finde ich immer. Ey, das würde auf dem EU-Server, glaube ich, keiner machen. Auf jeden Fall kein Medium-Fahrer, der schon länger Mediums fährt. Level hochgefahren. Insgesamt finde ich, in diesem Match ist es die Rollenverteilung irgendwie anders. Die Heavys fahren hoch und die Mediums bleiben in der Base. der hat schon 5 Kills. Und den Panzer habe ich ja auch schon halt. Aber ich war bis jetzt enttäuscht, sehr enttäuscht. Weil er einfach für seine Klasse scheiße ist, fand ich jetzt zu Anfang. Frag mich, warum die nie fahren, Alter. Der hat 100%. Okay, jetzt ist er nur 16. Tja, wäre er mal gefahren. Sehr unauffällig den Baum umgefahren. Da ist die Art, die da. Junge. Wie viel Uhr ist es bei den Russen? Ich glaube 2 Stunden. Früher? Ach, keine Ahnung. Müsste wahrscheinlich so um die 11, 10 Uhr sein. Marienplatz. Nö, hat er nicht. Also wie der jetzt schießt, frage ich mich, wie er seine 6 Kills. Jetzt 6 Kills bekommen hat. Ah, da passiert mehr. Ja. Das passiert, wenn man übermäßig viele Mediums hat und die alle gut fahren können. Meinetwegen. Yay, 3 Treffer. Naja. Ich wünsche euch noch viel Spaß und tschüss.